Weil wir gerade von Wahlkampf reden, heute in der Früh ist mir vorgeschlagen worden, oder habe ich gesehen, es gibt schon wieder neue Volksbegehren. Oh ja. Und nicht zu wenig. Ab heute Eintragungswoche für 7 Volksbegehren in Österreich. Ab 17., gell? Ja, genau. Also, Weil heute ist Mittwoch. wir nehmen natürlich ein paar Tage vorher auf, damit wir das Ganze ja geschnitten kriegen. Aber ja, seit Montag, seit dem 17. darf man jetzt eintragen gehen. Also wir hatten jetzt schon 2 Tage Zeit quasi. Es geht um echte Demokratie-Volksbegehren, Alles klar. was sehr gut zu unserer heutigen Sendung passt, weil wir heute über eine echte Demokratie reden. Da geht es darum, dass die Bürger selber bestimmen sollten, mit mehr, Genau, sagen wir in der das. Schweiz. Naja, in der Schweiz ist es ja direkte Demokratie. Ich glaube, es wäre schon gut, wenn wir zu einer echten Demokratie übergehen, wo das, was die Leute sagen und das, was die Leute wollen, die Politiker dann auch machen Also müssen. zuerst eine echte Demokratie und dann eine direkte. und dann die direkte. Das ist dann Verstehe ich der schon. zweite Schritt. Wir haben ja jetzt kein konkret, aber wurscht. Wir werden später darüber reden. Außerdem Beibehaltung Sommerzeit. Mich quält es ja auch immer wieder diese Umstellung. Ja, Aber überhaupt. ich will mich nicht drüber aufregen, ganz ehrlich. Wir können es mal ausprobieren. Und wenn dann die Leute merken, dass diese eine Woche oder diese 2 Wochen, wo man halt nicht komplett fertig in die Arbeit geht, dann wegfällt, was? Probieren wir es mal aus. Probieren geht über Studieren. Ja, das passt das recht. Nächstes wäre GIS-Gebühren. Nein, das könnte man ja gleich als erledigt erachten, weil es heißt ja nicht mehr GIS-Gebühren, sondern es heißt ja Haushaltsabgabe. Aber gut, da ist definitiv auch eine Möglichkeit, da nochmal in einem demokratischen Prozess seine Meinung abzugeben. Bargeldzahlung. Obergrenze nein. Ah, klar, ich glaube, da geht es um 5 oder 10.000 Euro, glaube ich, dass man im Bar Ja, da begleichen darf. sind es jetzt 7.000 dann, wenn es noch rigoroser gesehen wird. Da geht es ja darum, dass das Geld immer mehr digitalisiert wird. Genau. Und das ist natürlich nicht gut, gell? Naja, was heißt, es ist nicht gut, Steuerbar. es ist Ob es halt jetzt gut ist oder sehr nicht. beeinflussbar, Ja, dann, so ist es. wenn man es als Zahl auf einem Computer sieht und nicht mehr in der Hand hält. Ja. Ich finde es geil, die Argumentationen, weil es geht ja auch darum, dass man Korruption verhindern will dadurch. Das ist ein Grund, warum diese Bargeldzahlungen eingeschränkt werden, wo ich mir dann immer denke, Die wenn. finden sicher keinen anderen Weg, um die Korruption ja, Nein, bestehen zu lassen. wir haben es eh gesagt, ich meine, die Parteispendenüberweisungen werden sowieso gestückelt überwiesen. Das wird sowieso nicht mit Bargeld gemacht und tatsächliche Korruption, wo es dann in kleinen Geldkoffern hergeben wird, da gibt es, glaube ich, keine Rechnung. Und deswegen ist Brauchst es du eh auch keine Obergrenze, ist eh sinnlos. wurscht, eh Also da richtig. wird nichts da tatsächlich bezahlt. Also kann man das vielleicht einfach mal so abhandeln und sagen, dass man das vielleicht einfach lassen sollte. Unabhängige Justiz sichern, ja. Auch das ist ein Thema. Die Grünen versuchen das aktuell gerade, scheitern ein bisschen an der Koalition. Aber ja, vielleicht gibt es da auch eine Möglichkeit. Bin mir nicht sicher, ob das vielleicht sogar die Grünen initiiert haben, aber wer weiß. Es wird keine Scheinlösung mit mir geben. Es braucht eine echte Unabhängigkeit und ich möchte jetzt nicht einfach politische Punkte sammeln. Das ist ja eine sehr starke Kampfansage an die ÖVP, weil die zur Erklärung für die Zuseherinnen und Zuseher hätte gerne einen Bundesstaatsanwalt, der vom Parlament gewählt wird, jedenfalls kontrolliert wird, wo es auch Abberufungsmöglichkeiten gibt. Sie hätten lieber einen Dreier-Senat, der aus der Justiz heraus, also ohne parlamentarische, ohne demokratische Kontrolle eingesetzt wird. Birgt das nicht auch Gefahren? Hat die ÖVP da nicht einen Punkt? Da muss ich dich korrigieren, Herr Westhoff. Demokratische Kontrolle braucht jedes oberste Organ. Und demokratische Kontrolle ist auch wichtig, sei es durch das Gericht oder durch den Verfassungsgericht oder durch das Parlament. Aber worum es mir geht, ist es, parteipolitische Kontrolle hintanzuhalten. Ich möchte keine parteipolitische Kontrolle bei der obersten Weisungsspitze der Staatsanwaltschaft. Lieferkettengesetz Volksbegehren. Gut, da kenne ich mich jetzt gar nicht aus, aber vielleicht sollten wir sich das einmal anschauen. Und zu guter Letzt, Nehammer muss weg. Da kann man sich Naja. dann auch die Frage stellen, Bio oder normal? Wohin wird man diesen Kanzler legen dürfen? Das ist doch Bio. Es ist normal, ich sag's dir. Jetzt muss ich mich aber echt wundern, wie ihr mit unserer Natur umgeht. Und wie ihr mit unserer Umwelt umgeht. Aber wir Sondermüll. werden heute auch noch ausgedehnt darüber sprechen, was jetzt die Zukunft dieses Landes und vielleicht Ja. auch der ÖVP ist. Wenn der Nehammer weg ist, gell, rutscht halt wer anders nach. Richtig. Hoffentlich nicht der Außenminister. Ja, bitte nicht. Dann ziehe ich aus. Und ganz besonders heftig kritisiert wurde zum Beispiel, dass Sie in Ihrer allerersten Ansprache ungefragt und ohne jede Not gesagt haben, ich halte die Vorwürfe gegen Sebastian Kurz für falsch.
Erstens, woher wissen Sie das? Und zweitens, warum haben Sie das gesagt? Was ich gemacht habe am Montag, ist, dass ich der Meinung war, dass hier diese persönliche Meinung kundtue und dass das auch gut und richtig ist. Dass Sie in einer Demokratie jede Meinung äußern dürfen, ist ja völlig unbestritten. Die Frage ist, ob es für einen neuen Bundeskanzler passend ist. Ich wäre der Meinung, ja. Wie gesagt, Volksbegehren, heute ist es gestartet, das heißt vor 2 Tagen. Und bis 24. April kann man da die Gemeindeämter und Magistrate beschweren, belästigen. Ja, die sollen einmal so arbeiten, gell? Und einmal sagen, was Demokratie in diesem Land bedeuten kann. Haben Sie die 104 Seiten Begründung für die Hausdurchsuchung im Kanzleramt, die Sie da gestern im Parlament dann am Fußboden deponiert haben, eigentlich gelesen? Ich habe sie überflogen, ja. Bah, die kann man echt ärgern, die Leute, aber gut. Die Welt ist sowas von ungerecht. Wir haben es erwähnt. Macht es auf jeden Fall, was euch gefällt von diesen 7 Stücken. Lass uns die Beamten ärgern. Ich glaube, es wäre wieder mal Zeit für eine kleine Lektion. Indem wir uns bei den Volksbegehren ein bisschen lebhaft zeigen, unterschreiben, schauen, dass es einfach ein bisschen sichtbarer wird, was die Themen wären, die sich in Zukunft die Parteien annehmen sollten, weil das quasi so ein bisschen eine, weißt du, so eine Feedbackschleife für Demokratie. Wir sagen euch, was wir wollen, und ihr habt die Möglichkeit, diese Themen dann aufs Plakat zu schreiben. So kann das funktionieren. Sagen Sie, haben Sie kurz Zeit? Kurz, ja. Ich habe auch nur kurz Zeit, weil ich habe halt extrem viel zu tun. Oh, hallo. Wir sind die Jungs von Nullpunkt und ihr habt euch gerade einen Clip von Alles Gute Österreich angeschaut. Wenn ihr die ganze Sendung sehen wollt, dann klickt jetzt am besten hier hin. Und wenn ihr wissen wollt, was wir sonst noch so machen, dann klickt jetzt am besten dahin. Da ist unser Kanal. Und wenn ihr schon am Kanal seid, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, ein Like, ein Kommentar und über Spende würden wir uns besonders freuen. Danke! Alles Gute! Tschüssi!